Ja, es ist ja ein Schülerwettbewerb. Es können sich Schülerteams bewerben mit einer Idee für einen Mini-Satelliten. Und da darf man sich keinen Satelliten vorstellen, der im Orbit fliegt, sondern die Satelliten, die hier gebaut werden, haben die Größe einer Cola-Dose. Daher kommt auch der Name CanSat, Can für Dose. Da muss die ganze Technik rein und die Schüler überlegen sich eine Mission. Der erste Teil ist vorgegeben, es muss Luftdruck und Temperatur gemessen werden und dann können die Schüler sich eine eigene Mission überlegen. Das sind oft zum Beispiel Umweltsatelliten. Ich prüfe den Durchgang, das funktioniert, der Luftraum ist frei. Und wir starten dann in 3, 2, 1. Yes! Dieser Wettbewerb, ist schon etwas ganz Besonderes und ich finde es unglaublich, was die Organisatoren hier auf die Beine stellen. Sowas habe ich noch nicht gesehen.